Wunschlosigkeit ist das alle Wünsche erfüllende Juwel. Das kann man natürlich zweierlei verstehen. Auf der einen Seite, dass man sagt, Wunschlosigkeit, wenn man keine Wünsche hat, ja, alle Wünsche erfüllt, ja gut, vollkommen klar, alle Moldebei, ganz klar, das ist sicher kein Problem. So wie eben der Verstandesmensch schnell auch hohe mystische Aussagen einfach mit einem oberflächlichen Bekenntnis seines oberflächlichen Verstehens dann zum Ausdruck gibt. Aber es ist etwas ganz anderes mit gemeint. Es ist so, dass der Buddhismus eben das grundlegende Begehren gekoppelt mit Gier, Hass und Verblendung als Einheit sieht. Begehren, wo Begehren ist, da ist auch Ablehnung, hier als Hass bezeichnet, ist auch Ablehnung gegen all das, was sich deinem Begehren entgegenstellt. Und dies geschieht alles aus deinem Nichtwissen heraus, aus deiner geistigen Verblendung heraus und führt immer zu weiterer geistigen Verblendung. Der erste Impuls des Heraustretens aus der ursachlosen Ursache des rein überseienden Seins ist der Wille zum Werden, der Wille zum Sein. Jetzt ist es aber nicht so, dass allein dieser Wille zum Sein eben dann der eine ausschlaggebende Faktor ist, dass der Mensch dann geboren wird und in dieser Wandelwelt des Samsara von Geburt, Altern, Leiden, Krankheit, Schmerz und Tod lebt, sondern es ist vielmehr so, dass dieser Wille zum Sein sich verselbstständigt und zugleich einen ständigen Mangel im Bewusstsein des Menschen bewirkt, sodass der Mensch im Allgemeinen, fast jeder Mensch, ständig von dem Gefühl geplagt wird, dass ihm etwas fehlt. Er kann sich alles Mögliche wünschen. Hat das? Ja, wunderbar, herrlich, jetzt ist alles gut. Aber wie schnell zerrinnt es wieder, wie Sand zwischen den Fingern. Es kann sich jemand einen idealen Partner wünschen. Einen ganz bestimmten Mensch, der muss es sein. Und der erhört dein Herz. Ach, wie herrlich. Jetzt ist alles wunderbar. Aber das Leben ist Wandlung. Ständige Wandlung. Man weiß nicht, wie es wird. Das Glück wandelt sich schnell zum Unglück. Unglück wandelt sich schnell auch zum Glück. Oft hast du Unglück, fängst an zu jammern, auf einmal wandelt sich das und du kannst dann sagen, kein Unglück ist zu groß, es birgt ein Glück im Schoß. Aber dieses ständige Ungenügen
bewirkt dann, dass der Mensch immer nach etwas verlangt, was ihm fehlt. Aber das, was dem Mensch fehlt, ist das, was er nur als nicht vorhanden interpretiert, aus Mangel der Möglichkeit, der Erkenntnis dessen, was als das alle Wünsche erfüllende Juwel im Grunde seines Seins in seinem allerinnersten Herzensgrund stets gegenwärtig, stets anwesend ist. Aus der Unerkenntnis, dem Nichterkennen dieser Tatsache, projiziert er eben seine ganzen Wünsche, sein inneres Leer- und Hohlsein, das Verlangen auf äußere Dinge. Da muss es das sein, da muss es dann ein neues Auto muss es dann sein, dann muss er dann eine Yacht muss er dann haben, oder er muss dann dies und das haben, dieses Kleid, den Schmuck muss er haben, ja, und dann muss er die Rolex muss er haben, die Frau muss er haben, den Mann muss er haben, alles. Aber wenn er es dann hat, dann rennt es wieder wie Sand zwischen den Fingern. Und wie wir ja wissen, dass so wie es ja auch uns dann die Wirklichkeit zeigt, man muss ja nur in öffentlichen Medien schauen, Fernsehen und so weiter, da siehst du das oftmals, oder in die Nachrichten schaust, Menschen, die steinreich sind, die alles haben, alkoholsüchtig werden, drogensüchtig werden. Einige Selbstmord begehen, obwohl sie Millionäre sind, mehrfache Millionäre, alles haben, was ein normaler Mensch sich nur wünschen kann, gekoppelt mit der Vorstellung, wenn ich das habe, dann bin ich der glücklichste Mensch im Universum und nichts fehlt mir. Aber die Tatsachen sprechen eine andere Sprache. Jetzt sage ich, dass eben diese Triebkraft, dieses Wünschen an sich nicht negativ ist. Sie ist sogar sehr gut, sie ist sogar sehr wertvoll, großartig, fantastisch, wenn man richtig damit umzugehen weiß. So wie mit allen Dingen. Und das heißt, dass wir auf den Wurzelfaktor der Ursache aller Wünsche gehen. Und das ist wiederum rein buddhistisch. Die Grundlage des Buddhismus, dieser goldene Faden, der sich durch alles hindurchzieht, ist immer, dass man selbst auf die Ursache geht. Deshalb Buddha sagt, glaubt meinen Worten nicht nur aus dem Grund, weil alle sagen, das ist der große Buddha, der Erleuchtete, sondern lasst euch auf die Sache ein, prüft es selbst, praktiziert es und dann werdet ihr erkennen, dass meine Worte wahr sind. Und so ist der Wurzelfaktor in dieser Situation eben das, was ich vorhin zu Beginn dieser Ausführung sagte. Der Mangel an Erkenntnis unserer immanenten, unserer inwendigen, unsterblichen, göttlichen Natur. Ungeboren, todlos. Je mehr ein Mensch sich dieser seiner ungeborenen und todlosen Wirklichkeit, seines wahren Seins bewusst wird, desto weniger wird er eben dann nach äußeren Dingen greifen,
geplagt sein von äußeren Wünschen, von einem ständigen Unerfülltsein, weil er die Fülle des göttlichen Seins immer stärker in sich erlebt. Denn alles ist erfüllt von der alles erfüllenden Fülle, der göttlichen Fülle. Wenn du sie in dir erlebst, erlebst du diese Fülle nur nicht so, dass du sagst, ist in mir, ich lebe in mir die Fülle, alles andere habe ich nichts mehr damit zu tun. Nein, es ist dann so, es gibt nur ein einziges göttliches Selbst, nicht verschiedene. Dass du sagst, ja, mein göttliches Selbst, der hat auch sein göttliches Selbst gefunden. Das, was der andere findet, wenn er es finden sollte, das ist dein eigenes göttliches Selbst. Dein Fünklein in der Seele, dein Mani, das Mani Hiridaya, das leuchtende Juwel des Herzens. Nur darum geht es. Und einzig und allein darum. Da wir aber diese, unsere immanente Wirklichkeit, durch verstandesmäßiges Grübeln, durch wiederkäuerndes Grübeln nicht erfassen können, bedürfen wir eines anderen Erkenntnisweges. Denn der Verstand ist sehr begrenzt. Der Verstand hat nur die Möglichkeit, mit vorausgegebenen Gedanken, Vorstellungen, mit vorausgewusstem zu agieren und zu operieren. Der Verstand ist nicht fähig, etwas vollkommen Neues zu aktivieren. Könnte der ein oder andere sagen, aus Widerspruch, naja, aber zum Beispiel, wenn wir sehen, die großen Erfinder, ja, wie der Edison oder der Henry Ford mit seinem Motor, den er erfunden hat, dann, ja, wie große Erfinder, haben wir auch mit dem Verstand gegrübelt, über den Tisch gesessen und so weiter. Jawohl, das stimmt. Aber dabei haben sie es nicht erkannt. Erst als sie an einen Punkt kamen, da könnt ihr dann nachforschen, das so ist es. Erst als sie an einen Punkt kamen, wo sie nicht mehr weiter wussten und schon quasi alles hingelegt haben, dann auf einmal. Edison kam die Formel von dem Licht nachts, als er im Bett lag. War er geschlafen, auf einmal wacht er auf. Das ist es. War klar. Auf einmal. Ja, so ist das. Das heißt, gemäß der Zen und des Taoismus, die Wahrheit findet sich durch Abkehr, durch Umwendung. Vom Ziel weggehen, um an das Ziel zu gelangen, heißt es im Zen. Zhuangzi gibt ein sehr schönes Beispiel. Der große taoistische Meister Zhuangzi, der als der große taoistische, der größte taoistische Meister nach Lao Tse bezeichnet wird. Zhuangzi sagt, es ist ein Gitter gespannt mit Maschen. Und hinter der Gitter sind lauter Hühner. Und jetzt stellt der Bauer eine Schüssel mit Körner auf die andere Seite von dem Gitter, vor das Gitter hin. Und die Hühner rennen alle dagegen, ja, stecken den Kopf rein, manche denken, ich hoffe nicht mehr raus, hängen da ganz elendig. Aber ein einziges Huhn gackert, Gedanke verloren, so rum. Um das geht er herum, kommt an die Körner, setzt sich mitten rein und fängt an zu fressen. Ja, so ist das. Ja. Also wie gesagt,
vom Ziel weggehen, um an das Ziel zu gelangen. Eben das Ziel des Verstehens, des Erreichens, der Verwirklichung unserer wahren Bushin, Buddha-Natur, wie es im Buddhismus heißt. Und das ist, dass der Mensch in seinem Bewusstsein, in seinem Gewahrsein eine Kehrtwendung macht. Das heißt, sein Gewahrsein ist ja auf äußere Dinge gerichtet. Er ist ständig dessen und dieses gewahr und das, jawohl, da kommt die Kombination, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse, das ist schön, das ist hässlich, das ist gar nichts, das ist erstrebenswert und viele Wünsche und all das. Aber dieses Gewahrsein, was da ist, was Fehlgebot ist, gilt es umzudrehen um 180 Grad, dass es genau in die entgegengesetzte Richtung schaut. Das ist wahre Metanoia. Das ist der erste Schritt, der Eintritt in die Mystik.